herzlich willkommen zu meinem Halloween-Tutorial. Das hier ist ein Last-Minute-Halloween-Tutorial, was, glaube ich, jeder hinbekommt. Und die Produkte hat auch so ziemlich jeder zu Hause. Zumindest kann man sich irgendwas daraus basteln. Und ich quatsch gar nicht lange rum und wir legen sofort los. Yay, wir sind endlich wieder in alter Umgebung mit Schminktisch und so weiter. So langsam wird es hier alles. Ich muss mir noch ein bisschen was wegen der Beleuchtung überlegen, weil man die natürlich im Spiegel sieht. Aber ich denke, für das Tutorial hier werdet ihr alle damit klarkommen und wir starten als erstes mit einer Full Coverage Foundation. Die hier ist von L'Oreal und das ist die Perfect Match Foundation. Da könnt ihr auch für Halloween mal ein bisschen mehr auflegen, damit das alles wirklich schön gedeckt ist hier. Ich übermale direkt auch die Lippen, damit hier alles gleichmäßig ist. Als nächstes brauchen wir richtig hellen Concealer, den hellsten, den ihr zu Hause habt, um diese Partie hier im Gesicht aufzuhellen. Ich benutze jetzt hierfür von NYX den Wonder Stick und helle jetzt diese Partien hier im Gesicht auf. Danach nehme ich einen feuchten Beauty Blender und werde das alles hier schön verblenden. Mir reicht das allerdings jetzt von der Helligkeit noch nicht. Deshalb nehme ich jetzt von Urban Decay den Naked Concealer in der Farbe Fair Neutral und gehe dann über die Stellen nochmal ein bisschen drüber. Dann kommt wieder meine geliebte NYX Konturpalette ins Spiel. Jetzt nehme ich als allererstes diesen Ton hier und so ein Schwämmchen. Das bekommt ihr auch bei DM. Und da gehe ich jetzt erstmal richtig großzügig rein. Dadurch, dass, dass das eigentlich ein Highlighter sein soll, habt ihr direkt einen coolen Schimmereffekt. Und damit werde ich das Ganze jetzt baken, quasi. Die Farbe ist nämlich perfekt dafür eigentlich, weil der hat einen Schimmer, aber ist nicht so extrem. Also für einen Highlighter wäre mir das zum Beispiel zu wenig. Als nächstes benutze ich wieder den Wonder Stick von NYX und dann die dunkle Seite. Ihr könnt aber auch einfach einen Contouring Powder nehmen oder die Powder, die hier in der Palette von NYX drin sind. Alles gar kein Problem. Und damit werde ich jetzt meine Nase konturieren. Und zwar nicht so ganz schmal, sondern ein bisschen breiter. Und ich gehe bis hier oben hoch zur Augenbraue. Verbinde die quasi damit. Jetzt nehme ich einen kleinen Pinsel und verblende das nur ein kleines bisschen. Das soll jetzt keine perfekt konturierte Nase werden. Als nächstes benutze ich hier die dunkelste Farbe aus der Palette. Und ich habe hier den Pinsel von Urban Decay. Das sind die neuen Pinsel. Und zwar ist das die E206. Und damit gehe ich jetzt nochmal an der Kontur entlang. Das nenne ich doch mal eine perfekt konturierte Nase, oder? Bevor ich mit dem Rest weitermache, mache ich zuerst mal meine Augenbrauen. Da könnt ihr einfach das Augenbrauenzeug nehmen, was ihr sonst auch benutzt. Oder vielleicht sogar ein bisschen was Dunkleres. Wenn es dunkler ist, sieht es natürlich cooler aus, finde ich. Also ich mache meine Augenbrauen trotzdem schön, weil das hier ein Halloween-Look werden soll, den man tragen kann und sich trotzdem noch irgendwie cute finden kann. So, als nächstes geht es weiter mit den Konturen und dafür benutze ich natürlich wieder die Palette von NYX und diesen Braunton hier, weil der so ein bisschen leicht einen Orangestich hat und das passt natürlich zu diesem Thema hier ganz gut. Und da konturiere ich jetzt erstmal hier oben am Haaransatz, natürlich auch ein bisschen mehr, als ihr sonst machen würdet. Nur guckt, dass ihr euch nicht das ganze Helle hier wegnehmt. Hier ziehe ich die Kontur jetzt auch bis hier vorne hin.
als nächstes kommt das Augen-Make-up dran und das wird eigentlich total easy. Nutzt einfach die Palette, auf die ihr gerade Bock habt, welche auch immer ihr zu Hause habt. Ich benutze jetzt von Sueva die Naturally Yours und da nehme ich als allererstes hier diesen Beige-Ton und der kommt auf mein gesamtes bewegliches Lid als erstes. Und als nächstes benutze ich diesen braunen Ton. Der kommt jetzt in die Lidfalte. Ich intensiviere das jetzt einfach mit der gleichen Farbe so lange, bis mir das reicht. Als nächstes benutze ich diesen Ton hier mit meinem Finger und tupfe das jetzt auf mein bewegliches Lid. Und verblende das danach direkt mit dem bisschen, was noch hier am Pinsel ist, um halt einfach wieder so ein bisschen Schimmer reinzubekommen, weil ist ja noch nicht genug. Für den unteren Wimpernkranz benutze ich die und die Farbe hier gemischt. So, jetzt kommen wir zum wohl schwierigsten Teil, und zwar ist es der Eyeliner. Ich benutze jetzt hierfür von Sueva den Black Box Calligraphic Eyeliner. Und ich werde jetzt einfach einen Wing ziehen. Ihr könnt den so stark machen, wie ihr wollt. Ich würde ihn auf jeden Fall extremer machen, als ihr sonst machen würdet, weil es halt einfach Halloween ist, ne? Um jetzt hier vorne die Spitze hinzubekommen, benutze ich einen anderen Eyeliner, der ist auch von Sueva und heißt Long Lasting Stylo Eyeliner, in schwarz natürlich. Damit werde ich jetzt den Wing quasi von hier hoch, hier runterbringen. Und jetzt wieder geschwungen hier hoch. Wenn ihr das geschafft habt, dann nehmt ihr dieses Schwarz hier oder irgendein anderes. Und ich habe hier einen ganz kleinen Pinsel, den 240er von Sueva. Und damit verlängere ich das Ganze nach hier raus. Und als letztes nehme ich noch einen schwarzen Kajal und werde meine obere und untere Wasserlinie damit anmalen. Da ich momentan eine Wimpernverlängerung habe, werde ich jetzt nur unten meine Wimpern tuschen. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, falsche Wimpern zu kleben für diesen Look, weil es dann viel ausdrucksstärker rüberkommt. Übrigens habe ich mich gerade dazu entschieden, den Wingliner noch mit etwas Gold zu verfeinern, weil ich ja hier am Haaransatz auch dieses Goldglitzer habe. Also werde ich jetzt hier darüber das Gold legen. Als nächstes fehlen natürlich noch die süßen, weißen Bambi-Fleckchen. Und wenn ihr habt, würde ich dafür auf jeden Fall den Concealer hier von Maybelline benutzen, weil ihr damit dann nicht mehr viel machen müsst. Ansonsten einfach einen hellen Concealer und dann geht es los mit den weißen Flecken. Und zwar setze ich die nicht überall, sondern suche mir so ein paar Stellen raus. Seht ihr, dann könnt ihr nämlich richtig coole Kreise direkt machen, wenn ihr einfach einmal umdreht. Um das Ganze jetzt nochmal zu setten, werde ich diesen Ton hier aus der Palette benutzen, damit die Flecken auch nicht verschmieren. Ein echtes Bambi hat natürlich auch eine Nase und deshalb werde ich jetzt wieder den Stift hier von Sueva benutzen. Ich werde die so ein bisschen herzförmig machen.
Die Oberlippe werde ich jetzt auch schwarz machen. Die mache ich aber mit einem schwarzen Kajal. Der hier ist auch von Zoeva, damit das nicht so trocken wird. Die Unterlippe werde ich nicht schwarz machen. Dafür könnt ihr zum Beispiel entweder goldene Lidschatten nehmen und das vorher mit Fix Plus anfeuchten. Oder ihr könnt Glitzerpartikel nehmen oder ihr könnt Eyeshadow Sticks nehmen, was auch immer. Oder ihr könnt auch Farben nehmen. Ganz egal, ich benutze jetzt hierfür von NYX den Jumbo Eye Pencil in der Farbe Pure Gold. So, ich habe darüber jetzt noch was anderes gegeben. Und so, ich kann mir unten nichts machen. Manhattan, steht in der Infobox, okay? So Leute, das war mein Halloween-Tutorial. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Die Haare sind ganz einfach nachzumachen. Das bekommt wirklich jeder hin. Einfach zwei Ohren hier machen, den Rest drum wickeln, mit Spangen festmachen. Dann habe ich einfach so Glitzer genommen, kriegt ihr auch im Bastelladen zum Beispiel und einfach mit Haarspray fixiert. Also es ist wirklich ein Halloween-Tutorial, was glaube ich jeder hinbekommt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt und ich hoffe, dass ihr es gut zu Hause nachmachen könnt. Wenn ihr es nachmacht, dann markiert mich auf jeden Fall auf dem Bild, damit ich es auch sehe, wenn ihr es postet. Und jetzt sage ich bis zu meinem nächsten Video, habt ein wunderschönes Halloween und bis dann. Tschüss.